Hey Leute, ich bin's David vom Schießstand und heute widmen wir uns mal dem Thema CF Express. CF Express ist ja mittlerweile allgegenwärtig und in fast jeder neuen Kamera mit dabei. Aber ich will heute mal etwas mehr ins Detail gehen und auch ein bisschen Geschichtsstunde betreiben. Ein wenig erklären, was es eigentlich ist, welche Vorteile es bringt und natürlich auch ein paar Karten und Laser entsprechend testen. Dafür habe ich hier 512 GB große CF Express Typ B Karten von SanDisk, Sony und Angelbird und Laser von Angelbird, Prograde und einen günstigen No-Name-Reader, den ich auf Amazon gefunden habe. Aber kommen wir erstmal zur Theorie und film ab. SD-Karten, die kennt jeder. Die waren und sind quasi der Standard und in fast jeder Kamera zu finden. Aber selbst mit dem derzeitig verbreiteten UHS 2 Standard sind die gerade mal in der Lage, maximal 300 MB pro Sekunde zu ermöglichen. Und auch mit dem kommenden UHS 3 Standard werden es nur 600 MB pro Sekunde. Was heißt nur, das ist natürlich sehr schnell, aber für manche Anwendungszwecke ist das einfach nicht mehr schnell genug. Gerade wenn es um so riesige Datenmengen geht. Selbst UHS 2 sind nicht genug für moderne Kameras. Das zeigt zum Beispiel eine A7 R4. Die zeigt das echt eindrucksvoll, denn bei unkomprimierten RAW-Fotos ist jedes einzelne Bild 120 MB groß und die kann davon 10 Stück in Serie aufnehmen. Und dann bremst die Speicherkarte mit dem Wegspeichern der Bilder oft die Kamera aus. Denn die Speicherkarte bzw. das Wegschreiben ist dann einfach so langsam, dass keine neuen Bilder aufgenommen werden können. Und so wird UHS 2 zum Flaschenhals. SD-Karten haben aber natürlich den unglaublichen Kompatibilitätsvorteil, dass alte, langsame Karten in neuen Kameras genauso funktionieren wie die schnellen neuen Karten in alten Kameras und allen alten Lasern, nur eben etwas langsamer. Das macht SD weiterhin so beliebt und verbreitet. Ein bisschen krasser wird das Ganze mit den Geschwindigkeitsdaten, sogar noch bei der hier, das ist eine Alpha 1. Die kann 30 Bilder pro Sekunde mit 50 Megapixel aufzeichnen. Und wenn man das auf SD versucht, dann merkt man sehr schnell die Grenzen des Machbaren. Und dann gab es neben den SD-Karten auch noch die guten alten Kompakt-Flash-Karten. Die waren damals schneller als SD-Karten. Das war quasi das Profi-Equipment und die SD-Karten, das für die Loser oder die Prosumer oder die Consumer-Generation. Die CF-Karten waren aber für heutige Verhältnisse sehr langsam, sehr groß und durch die vielen Pins im Anschluss auch noch etwas problematisch in der Bedienung. Da die Pins in der Kamera saßen und wenn sich da einer verbogen hat, musste man die Kamera reparieren und nicht die Karte austauschen. Compact Flash basiert auf dem alten IDE Standard, der zum Anschluss von PC-Festplatten verwendet wurde. Und mit den dort maximal möglichen 167 MB pro Sekunde war das Ende der Fahnenstange erreicht. Immerhin, wie gesagt, damals schneller als SD-Karten, aber nicht zukunftstauglich, da die 167 MB mit dem UDMA 7 Standard das absolut oberste Ende der Fahnenstange waren. CF-Karten hatten analog zum PC-Standard sich immer wieder weiterentwickelt, aber das parallele Übertragungsprotokoll gab irgendwann keinerlei Steigerung mehr her. Der Nachfolger von Compact Flash war der CFast Standard, der aber auch nur in sehr wenigen Kameras überhaupt Verwendung gefunden hat. CFast 1 und CFast 2 basieren ebenfalls auf PC-Technik, nämlich dem SATA-Protokoll für PC-Festplatten. Das hat bestimmt jeder schon mal gehört, der sich ein bisschen mit PCs auskennt. Bei CFast 1.0 waren das 300 MB pro Sekunde maximale Übertragungsrate in beide Richtungen und wieder damals besser als verfügbare schnellste SD-Karten. Und mit CFast 2.0 ab 2012 gab es dann 600 MB pro Sekunde. Deutlich besser als alles andere verfügbare zur Zeit der Markteinführung. Aber leider durch die Verwendung des SATA-Standards eben auch eine Technik mit Grenzen. Denn eine neuere Generation gibt es nicht und wird es nicht geben, da dieses 600 MB pro Sekunde SATA das oberste Ende der Fahnenstange war. Größter Nachteil ist bei CFast die Größe, denn die ist gegenüber Kompakt-Flash-Karten quasi unverändert geblieben, obwohl die Anschlüsse nicht kompatibel waren und SATA-Anschlüsse eigentlich deutlich kleiner als diese IDE-Anschlüsse im PC waren.
So ziemlich zeitgleich zu CFast 2.0 hat Sony seine eigenen kleineren XQD-Standardkarten entwickelt. Und XQD 1.0-Karten sind vor allem kleiner als CFast 2.0-Karten, aber nicht mal unbedingt schneller. Heute mit beiden Standards quasi am Maximum angekommen, gibt es kaum Geschwindigkeitsunterschiede, aber die XQD-Kartenform hatte einen großen Vorteil für die Zukunft. Denn XQD basierte auf dem PCI-Express-Protokoll und konnte sich mit diesem weiterentwickeln. Das brachte auch einen Nachteil mit sich, denn PCI-Express-Geräte nehmen mehr Leistung auf und generieren somit auch mehr Abwärme. XQD war aber leider auch kein besonders langes Leben vergönnt. Denn die letzte Kamera, die diesen Standard per se noch unterstützt, ist die Nikon Z6 und Z7, aber XQD lebt in seiner Form weiter und in der Form des Anschlusses und des Übertragungswegs. Bei der Entwicklung von CF Express hier hat man sich XQD zum Vorbild genommen. Die Karten sind genau gleich groß, der Anschluss ist gleich, der Slot ist gleich und als Grundgerüst kommt hier auch eine PCI Express Verbindung zum Einsatz. Wie in modernen PC-SSDs auch. Das heißt auch, dass Kameras, die den XQD Standard konnten und können, per Firmware-Update CF Express kompatibel gemacht werden können. So geschehen zum Beispiel bei Nikons XQD-Kameras wie der Z6 oder der Z7. Die Nachfolgermodelle sind nun schon von Start weg nur noch CF Express kompatibel. Und CF Express verwendet den Standard PCI Express 3.0 mit dem NVMe-Protokoll. Wer PCs baut, der kennt das. Also, das ist derselbe moderne Übertragungsweg, den auch ultraschnelle SSDs im PC verwenden. Dabei sprechen wir bei solchen Typ B-Karten, übrigens in Version 1.0 des Standards der einzige Typ, von theoretisch maximal möglichen 2000 MB pro Sekunde lesend und schreiben. Das entspricht ungefähr dem Vierfachen von XQD und CFast 2.0 und das ist für heutige Verhältnisse endlich mal genug. Aber da CF Express PCI Express basiert, kann sich CF Express mit dem PCI Standard weiterentwickeln. Und jeder Generationssprung brachte da bei gleichem Anschluss eine Verdopplung der Bandbreite. PCI Express Verbindungen werden mit dieser Anzahl der Lanes angegeben. Im PC zum Beispiel für eine Grafikkarte 16-fach, 16x, also 16 Lanes. Oder für eine SSD mit M.2 Steckplatz 4 Lanes. Je mehr Lanes, desto mehr Bandbreite. Und die verschiedenen Formfaktoren, die es bei CF Express seit Version 2.0, also seit 2020 erst gibt, verwenden eben mehr oder weniger Lanes. Die hier, das sind auch CF Express Karten. Sehen ein bisschen anders aus, denn das ist der seit kurzem in der Sony A7S III, FX6 und jetzt Alpha 1 zum Einsatz kommende Typ A CF Express Standard. Der verwendet gerade mal eine einzige PCI Express 3.0 Lane für 1000 MB pro Sekunde. Der gängige Typ B hier, der eben auch vorher diesen erwähnten XQD Standard in der Baugröße entspricht, verwendet zwei dieser PCI Express 3.0 Lanes. Und der bisher noch nirgendwo verwendete Typ C kann sogar vier dieser Lanes verwenden für maximale 4000 MB pro Sekunde. Und damit und mit der Weiterentwicklung von PCI Express dürfte der Standard auch noch eine Weile zukunftstauglich und aktuell sein. Die Typ B-Karten sind natürlich größer als SD-Karten, aber eben auch deutlich schneller. Die Typ A-Karten sind übrigens kleiner als SD-Karten, aber trotzdem schneller. Leider kosten diese CF Express-Karten aber auch pro Gigabyte deutlich mehr als SD-Karten. Durch die größere Verbreitung in den letzten 3 Jahren werden sie aber zurzeit immer günstiger. Und das pro Gigabyte Preisverhältnis hat sich so ungefähr bei den Typ B-Karten bei ca. 1 Euro pro Gigabyte eingependelt. Und das ist bei UHS 2 SD-Karten auch noch nicht allzu lange her, dass die eben 1 Euro pro Gigabyte gekostet haben. Der Nachteil von XQD, den haben die CF Express Karten aber auch übernommen, denn sie werden relativ warm, unter Umständen sogar sehr warm und auch mal zu warm. Nicht nur in der Kamera beim Schreiben, sondern auch gerne beim Auslesen
im Leser. Aber jetzt mal fertig mit dem Geschichtsunterricht und der Theorie. Kommen wir mal zu meinen Tests und da habe ich so einiges getestet. Denn wichtig für die Verwendung ist vor allem die Geschwindigkeit in der Kamera. Die lässt sich natürlich nicht direkt in Megabyte pro Sekunde testen, leider. Der beste Weg dafür ist es, die Unterschiede bei den Serienbildern zu testen. Denn ist die Karte schneller, schafft sie gegebenenfalls mehr Serienbilder, ehe der Puffer voll wird. Da die Kamera ja auch während der Aufnahme schon Daten wegschreibt und dann auch die Zeit, die die Kamera braucht, um den Puffer zu leeren, sozusagen interessant ist. Und das geht bei CFexpress-Karten ziemlich schnell. So schnell, dass einem nicht viel Zeit zum Messen bleibt. In der Kamera ebenfalls auch noch ziemlich wichtig ist, dass es in der Praxis bei der Verwendung keine offensichtlichen Probleme gibt. Und das ist leider selbst bei so teuren Speicherkarten unter Umständen nicht ganz sicher, aber dazu später mehr. Außerhalb der Kamera bleibt noch die Übertragungsgeschwindigkeit der Daten auf dem PC, die man testen kann. Die ist jedoch durch die Schnittstelle der Kartenleser eher limitiert als durch die theoretische Leistung der Speicherkarten. Fast alle Speicherkartenleser und auch die, die ich hier habe, verwenden den USB 3.2 Gen 2 Anschluss, der maximal 1000 MB pro Sekunde in jeder Richtung zulässt. Die Karten sind also eigentlich schneller als die Leser, aber da gibt es trotzdem ein paar Unterschiede zwischen den Lesern und sogar sehr gravierende. Aber ziemlich wichtig, gerade in Zeiten von überhitzenden Kameras wie so einer Canon R5, ist auch die Temperatur der Speicherkarte in der Kamera und auch beim Auslesen. Also legen wir mal los mit dem, was ich herausgefunden habe. Und das ist, anders als ihr vielleicht denkt, gar nicht mal so uninteressant für so ein plattes Thema. Alle drei Karten, die ich hier habe, sind mit 1700 MB pro Sekunde lesen. 1400 MB pro Sekunde, 1480 oder 1500 MB pro Sekunde schreibend gelistet. Also so ziemlich das schnellste, was es derzeit auf dem Markt gibt bei CFexpress-Karten und nah am maximal möglichen, was der Standard hergibt. Erstmal vorneweg. Keine dieser drei Karten, die ich getestet und verglichen habe, hat in der Kamera irgendwelche Probleme gemacht. Das kann man aber nicht als selbstverständlich erachten, denn die hier ist eine getauschte SanDisk-Karte, die ich nach einer RMA zurückbekommen habe. Die erste Karte hat in meiner Kamera zu deutlichen Problemen geführt. So massive Probleme, dass die Kamera teilweise mit der Meldung Karte zu langsam die weitere Aufzeichnung verweigert hat, selbst bei lahmarschigen Formaten wie 4K mit 24 FPS. Ohne extrem hohe Anforderungen an die Karte. Und das Auslesen der Daten am PC war mit der defekten Karte ebenfalls extrem mühsam, denn die hat beim Auslesen so schnell überhitzt und gedrosselt, dass der Vorgang einfach Ewigkeiten gedauert hat. Das war bei der Karte aber auch nicht von Anfang an so, sondern erst nach ca. 2-3 Monaten. Naja, mit der getauschten Karte ist jetzt noch nichts passiert und die anderen beiden haben derartige Probleme auch noch nicht gezeigt. Übrigens war das überhaupt erst der Grund für diesen Test hier. Ich wollte eine andere Karte haben, als die SanDisk zur Reparatur war sozusagen. Und dann habe ich mir noch eine besorgt, die Sony TUF. Und dann habe ich noch bei Angelbird gefragt, ob sie mir nicht auch eine schicken wollten. So habe ich 3 Stück und so kann man schon ein bisschen ordentlich vergleichen. Wie gesagt, keine der drei hier hat in der Kamera irgendwelche Probleme gemacht. Und fotoseitig haben alle drei Karten in der Kamera sich exakt gleich verhalten. Die Menge der gemachten Bilder in der Kamera war identisch. Also das heißt, keine Unterschiede in den Serienbildern oder auch wie schnell die Kamera die Daten jetzt wegschreibt. Das war mit jeder dieser drei Karten absolut gleich. Unterschiede wahrscheinlich nur minimal dadurch, wie lange nun genau mein Finger auf dem Shutter war. Naja, die Schreibraten sind da aber auch nicht gerade beeindruckend. Würde die Kamera die Speicherkarten effizienter nutzen, wäre es tatsächlich quasi möglich, endlose Serienbilder aufzunehmen, weil so eine Karte hier mit 1500 MB pro Sekunde schreiben kann, aber in der Kamera leider nur mit 400 MB pro Sekunde beschreibt. Naja. Braucht man eigentlich gar nicht so schnelles CFexpress-Karten, oder? Das heißt, beim Punkt Fotos und schnellen Serienaufnahmen gibt es erstmal eine Goldmedaille für alle drei dieser Karten. Abgesehen von Fotos ist aber auch noch das Thema Video wichtig. Und gerade bei der R5 braucht man für viele Videomodus eben tatsächlich eine CFexpress-Karte. Und bei der R5 ist das ein wirklich heißes Thema.
Aber die Karten haben nur kleinere Unterschiede gezeigt. Denn vor allem die Sony Tough-Karte wurde im Schnitt aus 3x Vollschreiben mit 8K RAW, was 26 Minuten dauert, ca. 1 Grad wärmer als die Angel Bird-Karte, aber 5 Grad wärmer als die Sandisk-Karte und das ist nicht gerade wenig. Temperatur immer jeweils per Infrarotthermometer direkt nach dem Ende der Aufzeichnung rausgeholt und gemessen. Übrigens lustig, bei der Angel Bird Karte, da musste ich erstmal einen kleinen Aufkleber draufkleben, um die auszulesen, denn durch diese Oberfläche hat mein Infrarotthermometer die immer circa nur 50% so warm ausgelesen, wie sie eigentlich war und erst mit einem kleinen Aufkleber da drauf, ich habe da Isolierband genommen, ging das dann besser. Und die Sony-Karte hier war leider auch die einzige, die bei einem der drei Versuche schon bei diesen 26 Minuten eine Überhitzungswarnung angezeigt hat. Genauer gesagt ab Minute 24. Die anderen beiden Karten waren auch bei 26 Minuten 8K RAW-Video jeweils noch hitzewarnungsfrei. Die Sony ist also auf dem dritten Platz, quasi weil sie einmal eine Hitzewarnung angezeigt hat, keine Ahnung wieso. Der Angel Bird auf dem zweiten und die SanDisk auf dem ersten Platz, da deutlich kühler in der Kamera. Viel mehr außer Fotos machen und Video aufzeichnen, kann man mit einer Speicherkarte in der Kamera nicht testen. Also kommen wir mal zur Verwendung am PC und da habe ich auch gleich noch drei Laser getestet, wie vorhin schon gesagt. Und die Kombination aus Karten und Lasern war da wahrscheinlich das Interessanteste, was mir aufgefallen ist. Ich habe sowohl mit synthetischen Benchmarks wie Crystal Discmark und Atto getestet und natürlich auch mit realem File-Transfer. Dafür habe ich gleich die aufgezeichneten RAW-Videos genommen, die wir beim Hitzetest in der Kamera verwendet haben. Also 475 GB RAW-Video-File kopieren in den Lasern. Ach ja, und was ich noch fast vergessen habe zu erwähnen, keine der Karten schafft im Real-World-Einsatz auch nur ansatzweise das, was sie in den synthetischen Benchmarks versprochen haben. Während die synthetischen Benchmarks immer eher vom Laser limitiert waren, so hatte ich zumindest das Gefühl, hat das Thema Hitze beim Auslesen echt ziemlich krass große Rolle gespielt, gerade bei diesen randvollen gefüllten Karten. Bis auf eine Karte, nämlich die von Angel Bird hier, haben die anderen beiden Karten ab einem gewissen Punkt ihre Leistung deutlich gedrosselt. Aber das heißt leider auch nicht, dass die Angel Bird Karte die beste ist. Sie ist zwar die einzige, die nicht drosselt, aber daran hat auch der Laser einen ziemlich wichtigen Anteil. Zwei der getesteten Laser haben ein Gehäuse aus Metall. Und eins ist aus Plastik. Und wenn es ums Thema Hitze geht und man jetzt eins und eins zusammenzählt, dann weiß man eigentlich auch, welcher die meisten Probleme mit Hitze gemacht hat, nämlich genau der aus Plastik. Denn während die SanDisk-Karte, die hier, auch in einem Metalllaser gedrosselt wurde, hat die Sony-Karte nur in dem Laser von Procreate Probleme gemacht und war ansonsten mit Abstand die schnellste beim Auslesen. Von der Temperatur nach dem Auslesen hat sie sich im Schnitt zwar nichts mit der SanDisk-Karte genommen, aber immerhin nur einmal gedrosselt und insgesamt im Schnitt ca. 100 MB pro Sekunde schneller und damit bei voller Karte 2 Minuten schneller fertig mit Auslesen. Das heißt, in dem Punkt geht die Goldmedaille an die Sony-Karte. Die SanDisk ist relativ schnell, wird aber auch ziemlich warm. Bekommt aber hier trotzdem durch die Geschwindigkeit einen zweiten Platz. Mit der Angel Bird Karte ist es etwas schwierig, sogar eigentlich ziemlich verwirrend. Denn einerseits hat sie zwar in keinen der Tests gedrosselt, auch nicht im Plastikgläser, war aber im Schnitt massiv deutlich langsamer. Mehr als 200 MB pro Sekunde langsamer im Durchschnitt als die Sony Karte. Und da hilft der Durchschnitt der Angel Bird Karte noch extrem. Denn im Angel Bird eigenen Laser, also dem hier, ist sie reproduzierbar sogar nochmal deutlich langsamer als in den anderen beiden Lasern. Ich meine, schön, dass sie so gebaut ist, dass sie zwar nicht unbedingt Höchstleistungen beim Auslesen bietet, aber immerhin kühler bleibt, deshalb nicht überhitzt und vor allem vermutlich auch länger lebt. Aber im Angel Bird Laser hat die Sony-Karte mit satten 732 MB pro Sekunde gelesen und die Angel Bird schafft im hauseigenen Laser, der ja eigentlich die beste Kombination sein sollte, noch nicht mal die Hälfte, also 300
52 MB pro Sekunde. Das ist echt ein Witz. So dauert das Auslesen statt 11 Minuten, es hatte 23 Minuten. Das ist inakzeptabel, egal wie man es dreht und wendet. Und hier bei der Angelbird-Karte, da ist der Unterschied zwischen Real-World-Einsatz und synthetischen Benchmarks so gravierend, dass es eigentlich schon wirklich nicht mehr schön ist. In den anderen beiden Lasern ist die Angelbird-Karte zwar schneller, aber mit durchschnittlich 540 MB im No-Name-Laser trotzdem noch 100 MB langsamer als die SanDisk und mehr als 200 MB langsamer als die Sony. Schade. Das Merkwürdige daran ist aber, dass der Angelbird-Laser mit den Karten der anderen Hersteller sogar eine ziemlich gute Performance zeigt. Anders als man also annehmen könnte, ist es hier ein ziemlich dicker Nachteil, beides aus einer Hand zu kaufen und zu verwenden. Ich habe Angelbird gefragt, ob das so gewollt ist, weil es mich extrem gewundert hat. Aber das Ganze ist anscheinend wirklich so gewollt und in der Antwort auf meine Anfrage kam Cache zur Rede, auf den bewusst verzichtet wurde, um vor Datenverlust zu schützen. Was ich daran aber nicht so ganz verstehe, ist, wie es beim Lesen durch einen Cache zum Datenverlust kommen soll. Lesen, also pures Kopieren, löscht ja nichts von der Karte. Noch dazu meinte Angelbird, der Laser wird von Windows als entfernbares Gerät erkannt und ist damit langsamer als im Vergleich zu macOS oder Linux. Was aber wiederum wenig Sinn macht, da derselbe Laser ja mit einer anderen Karte keine Performance-Probleme hat und alle Laser, die ich hier getestet habe, von Windows gleich erkannt werden. Die Erklärung zur Kartenseite hat aber auch nicht so richtig viel Sinn gemacht. Es gibt eine Technik für SSDs, die da eine Rolle spielt, die nennt sich HMB, Host Memory Buffer. Also der Speicher des Hosts des PCs wird als Puffer verwendet. Das dient dazu, SSDs oder in diesem Fall eben CFexpress-Karten, die über den gleichen Standard funktionieren, aber keinen eigenen Cache-Chip haben, schneller zu machen, indem der RAM des Systems als Cache verwendet wird. Auf diese Technik hat Angelbird laut eigener Aussage bewusst verzichtet, da sie zum Datenverlust beim Schreiben führen könnte. Das ist tatsächlich so, wenn das Gerät dann entfernt wird, hat man ein Problem. Ich habe aber nicht über die Schreibperformance gemeckert, sondern über die beim sequentiellen Lesen. Ein Szenario, in dem HMB by Design keinen Vorteil bringen kann. Denn dieser Cache ist ein Schreibcache. Ein Lesecache bringt nichts. Und noch dazu erklärt keine dieser beiden Erklärungen, wieso jetzt die Angelbird-Karte im Angelbird-Laser langsamer ist als in anderen Lasern und wieso andere Karten im Angelbird-Laser schneller sind. Abschließend gab es von Angelbird aber auch noch die Aussage, dass man selbst mit der Read-Performance nicht so ganz zufrieden sei und weiter daran arbeite. Das klingt dann doch nicht so ganz, als ob es gewollt ist. Und so kann ich nur sagen, dass der Laser einzeln zwar empfehlenswert ist, aber nicht für Angelbird CFexpress-Karten. Naja, zieht man aber die Preise der Karten in die Bewertung mit ein, wird es schwierig, sich zu entscheiden. Im Preisvergleich liegt nämlich die Angelbird-Karte hier satte 160 Euro unter der Sony TUF-Karte. Man zahlt hier pro Gigabyte ca. 82 Cent, statt hier 1,14 Euro. Sie ist also beim Lesen im PC eine ganze Ecke schlechter, aber eben auch eine ganze deutliche Ecke günstiger. Die SanDisk-Karte bietet ein ziemlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, Mittelding ca. 500 bis 520 Euro, das sind 1 Euro pro Gigabyte und das ist eine ansprechende Preis-Leistung. Aber auch mit dem leider größten Drosselpotenzial. Die Sony TUF ist teuer, aber auch mit Abstand die schnellste, wobei man von den angeblich maximal möglichen Werten, die diese Karten erreichen können, in der Praxis überhaupt nichts sieht. Weder in der Kamera noch am Laser. Die Sony hier kommt mit 5 Jahren Garantie, die Angelbird mit 3 Jahren Garantie und die SanDisk mit einer Lifetime-Garantie von 30 Jahren. Das ist schon ziemlich, ziemlich krass. Aber kommen wir mal zu den Lasern. Wie gesagt, einer von Angelbird. Dazu gibt es eine ganze Serie, die das gleiche Design haben und die man übereinander stapeln kann. Hier zum Beispiel das Dual SD Modell. Komisch, oder? Die sehen gar nicht gleich aus. Hat leider eine komplett andere Metallfarbe. Und das macht den Sinn von dieser Serie, wo man sich dann gleiche Geräte auf den Schreibtisch stellen kann, irgendwie ziemlich sinnlos. Den habe ich mir übrigens nach dem hier gekauft.
wie das zustande kommt, keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwann neue Charge, neue Serie, sehen jetzt wahrscheinlich alle so aus, nicht mehr so, aber den habe ich ja von Angelbird bekommen, also weiß ich auch nicht so recht. Naja, der Angelbird-Laser kommt mit einem kurzen USB-C zu USB-C-Kabel und einem Adapter. Das Problem bei dem Laser ist aber, dass das Kabel hinten eingelassen und verriegelt wird. So kann es zwar nicht herausrutschen und trotzdem irgendwann getauscht werden, aber durch die eingelassene Buchse passt da leider nicht jedes USB-C-Kabel rein. Und das ist echt schade, denn die von Anker, die ich am Schreibtisch verwende, die passen zum Beispiel nicht. Naja, noch dazu ist der Laser ziemlich groß und durch die gute Verarbeitung auch recht schwer. Von der Performance liefert er, wie gesagt, ohne Angelbird-Karte ziemlich gute Werte. Bei SanDisk 624 MB pro Sekunde und bei Sony 732 MB pro Sekunde. Kostenpunkt, günstigstes Angebot im Preisvergleich 72 Euro. Der zweite Markenlaser hier, der kommt von Procrate Digital und hat einen mega Vorteil, denn es ist ein kombinierter CF Express Typ B und UAS 2 SD Laser. Das heißt, hier passt beides rein. Beides, was in meine Canon R5 passt, passt in diesen Laser. Also perfekt für die Kamera. Aber auch hier gibt es eine ganze Serie von Lasern, die man praktisch übereinander stapeln kann, mit Micro-SDs, mit Doppel-SD, mit, keine Ahnung, Kompakt-Flashkarten und so weiter und so fort. Und die halten magnetisch aneinander. Es werden hier auch zwei Kabel mitgeliefert, eins für C und eins für USB-A. Der Laser ist im Vergleich ziemlich leicht, aber durch das Plastikgehäuse leider auch der mit den meisten Problemen, was die Drosselung der Geschwindigkeit durch Hitze angeht. Im Schnitt ca. 500 MB pro Sekunde. Also langsamer als die anderen beiden Laser, aber mit 85 Euro der teuerste. Dafür eben auch noch ein integrierter UHS 2 SD Reader und so zumindest in der Theorie der praktischste Laser für User mit Kameras, die beide Slots brauchen. Solange man nicht viele große Dateien von der CF Express Karte zieht, mag das auch super gut gehen. Und naja, absolut unempfehlenswert finde ich das Ding jetzt nicht. Der dritte Laser ist der schnellste, kleinste und günstigste. Ein einfacher No-Name CF Express Reader von Amazon. Hat auch noch den Vorteil, dass die Karten sich da drinnen verriegeln, also ist dieses schöne Push-Verfahren, reingepusht, geht nicht raus, nochmal pushen, kommt sie raus. Mag ich sehr, bei den anderen ist das nur so reinschieben. Naja, Kostenpunkt von dem Ding gerade mal 40 Euro. Der liest die SanDisk-Karte mit 660 MB pro Sekunde und die Sony-Karte mit fetten 775 MB pro Sekunde. Das ist das nächste an der maximal möglichen Bandbreite des Anschlusses. Gehäuse hier ebenfalls aus Metall und auch weniger Hitzeprobleme. Mitgeliefert werden auch hier zwei Kabel, eins für USB-A und eins für USB-C-Anschluss. Und insgesamt gibt es eigentlich keinen Grund, warum man diesen Laser nicht kaufen sollte. Für mich eine richtige Überraschung und im Gegensatz zu den Karten auch mal ein klares Resultat und eine Budget-Empfehlung. Geil! Und was lernen wir jetzt daraus und was ist mein Fazit? Naja, erstmal macht die Wahl der Karte in der Kamera kaum einen Unterschied, solange man sich für eine Markenkarte entscheidet. Probleme, wie ich sie mit meiner SanDisk hatte, kann man immer haben, die kann es immer geben und allzu sehr verunsichern lassen sollte man sich davon jetzt bei einem renommierten Hersteller wie SanDisk nicht. Es gab ja auch keinen Datenverlust, sie hat nur einfach ein bisschen rumgezickt. Die Unterschiede außerhalb der Kamera sind aber schon deutlich größer. Die Angelbird-Karte selbst gefällt mir auch, wenn sie etwas langsamer ist, ziemlich gut, außer im Angelbird-Laser. Sie ist eben auch eine ganze Ecke günstiger. Aber dann sollte man das auch irgendwie so vermarkten, denn von den theoretischen Werten, die angegeben werden, ist die genauso schnell wie die anderen beiden. Naja, die Sony-Karte ist die mit den quasi wenigsten Kompromissen, aber auch mit Abstand am teuersten. Die SanDisk-Karte ist preislich im Mittelfeld, ist etwas langsamer als die Sony, aber überzeugt mich vor allem auch durch die lange Garantiezeit. Keine Ahnung, ich hoffe mal, CF Express bleibt jetzt noch ein paar Jahre erhalten. Beim Laser war das Ganze, wie gerade gesagt, deutlich eindeutiger, wobei ich da eigentlich weniger Unterschiede erwartet hätte. Naja, insgesamt kann man sagen, CF Express-Karten sind ziemlich heißer Scheiß, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn ihr eine Kamera oder einen Laser kaufen wollt,
dann findet ihr Links dazu unten in der Videobeschreibung. Und einige von diesen Links sind Affiliate-Links. Und wenn ihr über diese Links einkauft, dann unterstützt ihr damit kostenlos unseren Kanal und sorgt damit dafür, dass wir weiterhin solche Videos machen können. Ansonsten könnt ihr uns auch gerne eine Clubmate über PayPal spendieren. Den Link dazu findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne ein Like und euer Abo dalassen und vor allem den Klick auf die Glocke nicht vergessen, da würden wir uns am meisten drüber freuen, denn dann werdet ihr über jedes neue Video von uns benachrichtigt. Und über euren Besuch bei Instagram würden wir uns natürlich auch sehr freuen, denn dort posten wir die besten Bilder, die wir mit der hier getesteten Ausrüstung aufgenommen haben und blicken in Stories so ein bisschen behind the scenes. Hier gibt es jetzt noch zwei weitere Videos, die ihr euch im Anschluss anschauen könnt, zum Beispiel hier oben, wenn ihr auf der Suche nach einer richtig guten UHS-2-SD-Karte seid, um die CFexpress-Karte gegebenenfalls zu ergänzen, dann schaut euch das Video hier oben zu den Kingston Canvas React Plus-Karten an. Ja, ansonsten sage ich, ciao, bis zum nächsten Mal.